Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wieder einmal arbeitet sich die AfD an einem ihrer Lieblingsgegner ab, diesmal dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nachdem wir in den letzten Monaten nur weinerliche Stimmen aus den Reihen der AfD zur Corona-Berichterstattung gehört haben, nutzt man nun die Ukraine für seine eigene Agenda. Ihr Ziel nennen Sie dann auch gleich ganz offen die massive Verkleinerung und Verschlankung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Am liebsten würden Sie den wahrscheinlich ganz abschaffen, denn kritische und freie Berichterstattung steht Ihnen bei der Verbreitung Ihrer antiaufklärerischen Politik ja bekanntermaßen im Wege. Der Antrag der AfD offenbart dann auch gleich das große Problem der AfD-Lösungsansätze. Er ist schlichtweg nicht vereinbar mit der Verfassung. Ständig muss man die AfD darauf hinweisen, dass ihre Politikansätze verfassungsrechtlich problematisch sind. Und wenn man das dann tut, dann fangen sie wieder an zu jammern. Wo hat die AfD diesmal wieder ein Problem mit der Verfassung? Ihr Antrag widerspricht der verfassungsrechtlich verbürgten Finanz- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Diese leitet das Bundesverfassungsgericht aus Artikel 5 ab. Diese wird durch einen verfassungsrechtlichen Anspruch der Anstalten auf auftragsgerechte Finanzierung ergänzt. Eine Absenkung des Finanzbedarfs um mindestens 90%, wie Sie hier fordern, sowie die Abschaffung des Rundfunksbeitrags ab dem 1. Juli 2023 ist dann halt nicht mit der Verfassung vereinbar. Ebenfalls gegen die Verfassung verstoßen würde die Reduzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf einen bloßen Grundfunk, so wie Sie das hier fordern. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind im dualen Rundfunksystem verpflichtet, für die Gesamtheit der Bevölkerung ein thematisch und inhaltliches, vielfältiges und vollumfängliches Programm aus Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung anzubieten. Ich bin mir sicher, liebe Kollegen von der AfD, dass bei genauem Hinschauen auch die AfD im Angebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein reichhaltiges Programm finden würde, die deren Horizont erweitern würde. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß, mal ins Programm zu gucken. Ansonsten fehlt Ihnen offenbar der Wille, hier Ihren Horizont ständig zu erweitern. Vielen Dank.